Hunt is in position, prepping to infiltrate. We've got multiple search teams operating in the area. Neues Material zu Ghost Recon Future Soldier. Wir konnten es erstmals auch bei uns in der Redaktion anspielen und haben hier ein Video vorbereitet, bei dem wir zwei Vorgehensweisen im selben Level sehen. Und zwar einmal die Schleichvariante und dann einmal die Action-Brutalo-Rambo-Nummer. Genau, und egal was wir machen, am Anfang des Einsatzes müssen wir erstmal unser Equipment zusammenstellen. Wie man übrigens sieht, das Material ist alles von der Xbox 360, also leider nicht von der PS3. Aber das macht nichts, das Spiel sieht auf beiden Konsolen gleich gut aus. Ja, und in diesem Gunsmith-Feature, wie die es Entwickler es nennen, da stellst du eben deine Waffe zusammen, da kannst du wirklich alles ändern, vom Magazin über das Visier bis zum Schalldämpfer. Also, das ist schon sehr komplex. Die Auswirkungen davon habe ich jetzt nicht so gespürt beim Spielen, aber ist ein ganz nettes Feature. Copy that. We'll move to the team's last known location. Update us when you know something. We got some more hostiles. Looks pretty heavy. Right ahead of us. Drones up. Ja, zum Schleichen brauchen wir nicht nur einen Tarnanzug, der uns fast unsichtbar macht, sondern auch eine Überwachungsdrohne, mit der wir die Lage erstmal checken können. Und gleichzeitig auch Gegner markieren. Unsere Kameraden, bis zu drei an der Zahl, bringen sich dann automatisch in Stellung und warten auf unseren Abschussbefehl. Und dann können wir quasi synchron, deswegen nennt sich das auch Sync-Kill, die Gegner ausschalten per Knopfdruck. Genau, das ist ziemlich cool. Zwar total übermächtig, aber das soll es ja auch sein. Weil du bist ja so ein Supersoldat. Und wie du siehst, mit Unsichtbarkeit und allem Möglichen, da fühlt man sich schon richtig wie so ein Badass-Kerl. Kill confirmed. Got it. Die Anzugfunktion, also die Tarnfunktion, die muss man übrigens nicht irgendwie manuell per Knopfdruck auslösen, sondern sobald man in gehockter Position ist, wird die automatisch aktiviert. Ja, und da haben ja manche Fans von der Serie so gesagt, das ist alles ein bisschen zu futuristisch mit hier Tarnanzug und so. Aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm, denn es ist wie in einem normalen Spiel, wenn du einfach gebückt läufst, bist du eben eher nicht so sichtbar für die Gegner und da ist es eben Tarnanzug, okay. Aber es stört nicht weiter. Entwickler haben uns ja auch im Gespräch schon verraten, dass also viele der Technologien, die im Spiel vorkommen, teilweise schon im Kriegseinsatz wirklich sind tatsächlich und andere in der Erforschung. Und auch davon gibt es schon Prototypen, also so weit weg von der Gegenwart ist das alles gar nicht. So, das ist das eigentliche Missionsziel, zwei Geiseln, die wir jetzt noch raushauen und dann ist unsere Runde auch schon beendet. Durchgang Nummer 2, jetzt die Agro-Variante, dementsprechend Shotgun mit Brandmunition, Dragon's Breath. Da wäre eine Erinnerung an Call of Duty Black Ops wach, da gab es hier auch. Und ein fettes MG mit entsprechend großem Magazin, welches panzerbrechende Munition beinhaltet. Das sind doch beste Voraussetzungen für eine Rambo-Nummer. Und die geht jetzt hier auch schon los. Feinde von hinten überrascht. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass man nicht einfach querfeld einrennt, weil der Patronenschaden von den Gegnern auch ist sehr, sehr hoch und zwei, drei gezielte Treffer von denen und man liegt selber am Boden. Also man muss dann schon am besten, wie man es hier schön sieht, von Deckung zu Deckung hechten und dank dieser Cover-Swap-Funktion oder Cover-Swap funktioniert das auch wirklich super. Du konntest es ja schon länger ausprobieren. Die Funktion ist echt geil, oder? Ja, das fühlt sich wunderbar flüssig an, lässt sich super steuern und weil die Kamera da auch so schön reinzoomt, da fühlt sich wirklich wie so ein Soldat auf dem Schlachtfeld, also sehr intensiv. Als Hintergrund noch immer, wenn man am Boden diesen Kreis und das Dreieck drüber sieht, dann hat man quasi die Möglichkeit, per Cover-Swap die Position zu wechseln. Man drückt dann nur noch A und hechtet automatisch hin. Cooles Feature. Auch grafisch schaut's echt gut aus, also ich bin mir ziemlich sicher, das wird was. Ich freue mich auch drauf.